Ich wollte dich dann für alle Recht am Namen von der Demokratischen Partei begrüßen und ich merci so, dass er als Invitation für die Pressekonferenz angeholt hat. Wir haben es wichtig fand, an diesem Moment uns Positionen zu den Gemengefusionen klar zu stellen und nach mehr zu präzisieren. Weil, wie ihr alle gut wisst, sind wir hier mit Propositionen von der CSV befasst, wo wir auf alle Fall, was wir näher anbelangt, nicht können damit d'accord sein. Wenn ich so und man näher, da will ich hier auch direkt klarstellen, dass wir als demokratische Partei schon die Fusionen von Gemengen befürworten. Ich meine, wir wissen, dass kleine Gemengen immer mehr Probleme haben für die immer neue Aufgaben, die auf sie durchkommen, sie dann der Kannerbetreuung oder eben noch am Logement für denen entgegenzukommen. Wir befürworten also schon ganz klar Gemengenfusionen. Und besonders, wenn es darum geht, eben finanziell und eben noch personell Kräfte zu bündeln, weil verschiedene von unseren kleinen Gemengen haben eben da Probleme für die Moyen zusammen zu tun. Während wenn sie zusammen gehen an einer Fusion, kann ich das zusammen viel besser organisieren. Dafür wir befürworten die Fusionen von den kleinen Gemengen. Mehr, was für uns aber ganz wichtig ist, dass die Gemengen das nicht überzwungen kriegen, sondern dass sie selber das können entscheiden. Für uns ist, und ich meine, das ist eine von unseren Manieren, für zu gehen, ist den Dialog ein von den ganz wichtigen Instrumenten für eine Demokratie, Reformen zu machen, die müssen gedroht gehen. Die von denen Leuten, die die Reformen sollen erleben, müssen auch von denen gedroht gehen. Und es sind an den letzten Jahren ja eine Reihe Sachen an der Hinsicht geschieht. Schon, ich meine, der früheren CSV-Innenminister hat den Herr Jean-Marie Halsdorf hat als Ziel gesagt, bis auf 71 Gemengen zu kommen. Bon, heute am Jahr 2018 sind wir noch zu 102. Und muss ich aber sagen, dass hinter 2011 effektiv 10 Gemengefusionen stattfanden. Und diese Fusionen gaufen von den jeweiligen Gemengen red, gewissenhaft vorbereitet und eben noch vom Innenminister begleitet. Bürger gaufen informiert, konnten mitdiskutieren, weil es geht ja um sie. Es geht darum, die Dienstleistungen, die sie von ihren Gemengen erwerben, besser am mehr effizient zu organisieren. Also ist es nicht evident, dass sie eben ein wichtiges Wort mit zu schwätzen haben. Aber natürlich, das braucht Vorbereitung. Und dafür stehen die Prozesse, die gemerkt sind, auch alle Guren sind mit einem Referendum aufgehalten gehen, wo die Bürger eben ganz klar hier Ausdruck konnten zum Sohn. Und an denen Gemengen, wo das so gegangen ist, und da kann ich mit denen, wo ihr Meisterin halt schwätzen, ist das ja auch ganz gut über die Bühne gegangen, und die sind alle Guren ganz zufrieden, auch halt, wie das an denen Fusionsgemengen lo ist. Dafür ist das für uns ein ganz wichtiges Element, wie ein um die Sache rumgeht, weil es braucht vieles. Es braucht, verstehst du mich, es braucht auch Vertrauen. Und das kriegt ihr nun eben nicht mehr, wenn ihr sich dahinter setzt, zusammen schwätzt, versucht, die Situation von der Lehre zusammen zu machen und daraus die nächsten Schritte eben zusammen eben wollt erholen. So gesimiert, aber wenn man das noch mehr präzise gesehen, das wird Martin Diesbusch, Präsidentin von den liberalen Gemengekonseilen, ihr Gelo nach ein Keier erklären. Martin? Merci, Lili. Den Claude Wiesler hat um CSV-Konvent, vorhin zum Spitzenkandidat genannt, gauf,
als enger Untrittsriet global eigentlich wenig Konkretes gesagt, wie hier in Lützeburg wird auf Zukunft präparieren. Erstaunlicherweise wäre es eigentlich bald ausschließlich um das Sujet von der angestrebten Territorialreform, wohin sich ob einmal mehr konkret geäußert wird, und wohin eine CSV-Position durchgelöst wird. Für die TP ist es natürlich auch ganz wichtig, dass Lützeburg eine neue Territorialreform kriegt. Mehr, wir sehen den Weg für dahin aber ähnlich das wie den CSV-Spitzenkandidat. Erst die letzten Wochen am Mainz hat Claude Wiesler immer an Reden und an Vierträgen seine Ideen erklärt. Hier will eine neue Landkarte zeichnen, die nach just 60 Gemeinden zählt. Also 10 Männer, wie nach vom früheren CSV-Innenminister Halsdorf ugedurcht gaufen. Zur Erinnerung, denke, so wie Madame Polfert schon gesagt hat, wir haben heute 102 Gemeinden an unserem Land. Das neue Gemeinde-Landkarte will Claude Wiesler dann per nationalem Referendum zur Aufstimmung bringen. Also die Wähler aus allen Gemeinden vom Land sollen über die nötigen Fusionen aufstimmen, die es da braucht, für das man hier nur nach Schüsse ein 60 Gemeinden hier am Land haben. Das Idee ist aber nicht so neu. Schon 2013 hat CSV an ihrem Wahlprogramm draufstehen, dass sie eine Neuordnung von unserem Territoire, die Bürger per nationalem Referendum wählt zur Aufstimmung dahin legen. Demnach ist der Punkt aber wenig innergegangen, weil andere Themen Vorrang hatten am Wahlkampf. Sogar ein paar CSV-Politiker schenken sich nicht mehr daran zu erinnern. So auch der Präsident vom Civicol, den CSV-Deputierten Emil Eicher, die sich nun CSV-Konvent noch mal verwundert gewesen hat, über dem Claude Wiesler sing aussuchen. Denn Emil Eicher ist übrigens selber Bürgermeister von einer Fusionsgemeinde und weiß also dafür ganz gut um die Herausforderungen, die so eine Fusion mit sich bringen. Auch der Civicol, den am Interessen von all den Gemeinden hier am Land vertritt, hat sich leider gar nicht begeistert gewesen, über dem CSV-Spitzenkandidat sing auszuhören. Die Argumente gehen erzwungen, Gemengefusionen sind klar und eindeutig. Gemengefusionen müssen von den konzernierten Gemengen ausgehen und müssen natürlich auch von ihren Bürgern mitgedroht gehen. Was auch immens wichtig ist, ist, dass am Vorfeld von einer Fusion auch schon eine Vision da ist, wie es dann noch weitergehen soll. Wie auch dann die zukünftigen Gemengen responsabel wollen zusammenarbeiten, für Magister neue Projekte auf den Weg zu schicken, für so besser am Dienst von ihren Bürger können zu schaffen. Die DP distanziert sich also ganz klar zu der Art und Weise, Politik zu machen, wie das von der CSV angestrebt wird. Den einen Tag kriegen die Gemeinde gesagt, sie könnten auf freiwilliger Basis fusionieren. Den Tag drauf, wenn man da feststellt, dass das nicht so einfach geht, dass nicht jeder wie er will oder dass das viel mehr lang dauert, sollen sie dann ein B-Mal eine Fusion aufgezwungen kriegen. Wo bleibt dann dort die Freiwilligkeit und wo bleibt dort die kommunale Autonomie, die in am Vierfeld so viel auf ihr geholfen hat? Der zweite Punkt, den uns unter CSV-Position gewaltig steuert, ist natürlich das nationale Referendum. Bislang wäre es üblich, dass die Bürger aus den konzernierten Gemeinden am Kader von einem lokalen Referendum sich darüber geäußert haben, ob sie die Fusion mit einer nobischen Gemeinde angehen wollten oder nicht. Die CSV ist anscheinend nicht mehr bereit, diesen grunddemokratischen Gedanken festzuhalten. Weil wie demokratisch ist es danach, wenn die Bürger aus den grössten Gemeinden aus dem Land, wie zum Beispiel der Staat, Esch oder Diedling, darüber entscheiden, wie die Zukunft von den Bürgern an den kleinen Landgemeinden soll sein. Weiter ist es auch nicht demokratisch, wenn ihr versucht, wie die CSV das dann logisch proposieren, über das nationale Referendum ein lokales Referendum zu kippen, wie zum Beispiel an den Gemeinden Fils, Hirfenisch und Fischbisch, die sich schon bekanntlicherweise gegen eine Fusion geäußert hatten. Wie müssen sich Davona also so Gemeinden fühlen? Was denken Sie von der Politik?
so ein Viergehen von der CSV ist weder demokratisch noch förderlich für die Stimmung am Land. Ich will an dem Kontext aber auch die Frage abwerfen, ob so ein Handeln überhaupt konform ist mit Texten, die Lützebusch unterschrieben hat. Und ich denke da zum Beispiel an die Charte européenne de l'autonomie locale, wo am Artikel 5 folgendes steht: Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum, là où la loi le permet. De Claude Wiesler hat auch an Zwischenzeit gemerkt, dass seine Idee nicht überall auf Gegenleif stößt. Und sogar aus seiner eigenen Partei kommen gewisse Reticenzen. Durch vier probiert hier eine Loh öffentlich leicht zurückzurudern, an dem sie sieht, dass den am Kader vom nationalen Referendum ja auch die Resultate aus den einzelnen Gemengen kennt, berücksichtigen. Mehr so eine Analyse von einem Referendum lässt als Legislation aber gar nicht zu. Genauso wenig als es auch möglich, dass Nationalpolitik von oben herauf Referenden an den einzelnen Gemengen organisiert. Ein lokales Referendum, das muss und kann just auf Demand von dem jeweiligen Gemengerat hin oder auf Initiative von einer gewissen Zahl Bürger aus der jeweiligen Gemeinde hin ausgeführt gehen. Es stellt sich eigentlich schon immer mehr vor, wenn ihn das alles betrifft, was vom CSV-Spitzenkandidat seinen Plan nach übrig bleibt. Für uns als die Demokratische Partei ist es ganz klar, dass CSV Farbe bekennen muss. Entweder sie distanzieren sich von ihrer Idee, oder aber sie sind so ehrlich mit den Wählern, dass sie nach vier Rundeschamberwahlen vom 14. Oktober hier Landkarte mit den darauf ausgewiesenen zukünftigen 60 Gemengen öffentlich machen, für dass sie so alle Bürger Kenntnis davon holen kann und sich überlegen kann, ob eine so eine Idee mit unterstützen will oder nicht. So nicht, merci. Voilà, ich meine, das wäre klar wieder zu der Position von der Demokratischen Partei, wenn wir es nicht wollen, aber was wir wollen, dass Fusionen am Dialog mit den Bürgern durchziehen. Weil es eben die einzige demokratische Basis ist für einen dauerhaften, für eine dauerhafte Zusammenarbeit, um Niveau von den verschiedenen Gemengen zu erreichen. Und wir gingen das, die Frage ist dann, wie ging dir das da favorisieren, weil das vorher geht, heinst du los. Eben, den Dialog, das braucht heinst du Zeit, aber es fängt ihn also dafür auch nicht frei genug damit an. Wir gingen also, wenn wir Verantwortung eben auch nur den nächsten Wahlen um Landesplan nach weiter hätten, gingen wir so schnell wie möglich mit den Gemengen an Diskussion kommen, an den Dialog kommen und dann spielt ihr auch ganz klar, wo der Willen ist, zusammen zu gehen, die Willen, den ihr noch rausspielt, wo sind Probleme. Und die sind Bürger ja auch am allerbesten. Wir wollen aber auch, und ich meine, wir kennen als Gemengen so gut, es spielt ihnen auch gewissen Ängsten. Zum Beispiel die, dass den dann, wenn ihr mir ein großes Gemenge bemol nicht mehr an dem Majorzsystem wie mehr an den Proports käme. Das wollen viele Leute an die kleinen Gemengen nicht, weil sie sich als Kommunität und nicht unbedingt nehmen, parteigebunden spüren. Dafür, wir gingen so Ängsten einstellen und zum Beispiel die Zoll, die Lojo bei 3000 Leuten, wo ihr eben vom Majorz an der Proports kennt, die kann ihn ruhig mehr hoch setzen. Da 5000, 6000, das ging. Mengen wir schon eine Reihe Ängsten holen. Aber wie gesagt, wir setzen auf den Dialog an natürlich auch, wenn ihr konkret wollt bleiben, an der Unterstützung finanziell von Projekten, die eben die Gemengen sollen, können und wollen zusammen machen. Ich meine, da als dann für nationalen Plan, da können die ganz konkret Hilfe leisten.